20 Minuten nach zwei, meine Damen und Herren. Und es ist eine kleine Premiere, nicht nur mit der MIME an sich, sondern auch für uns bei MIME TV. Die erste Frau ist zu Gast bei mir im Studio. Es hat doch einige Stunden gedauert, doch nun haben wir sie da. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Christiane Peters. Dankeschön. Frau Peters, Sie kommen von der Markt und Wirtschaft Westfalen. Dort sind Sie Chefredakteurin. Vielleicht können Sie uns ganz kurz so ein bisschen etwas zu diesem Heft, dem Magazin, sagen und vor allen Dingen zu Ihrer Person. Ja, zu meiner Person. Ich heiße Christiane Peters, bin ja Mitbegründerin der Zeitschrift. Also die Zeitschrift gibt es jetzt 11 Jahre. Wir haben die damals im Team gegründet und Ziel war es eigentlich, ein Magazin für den Raum Westfalen, damals waren wir nur im ostwestfälischen Raum vertreten, herauszugeben und ja, Nachrichten für die Region aus den Unternehmen zu veröffentlichen. Ja, das Magazin selber, jetzt heißt es nicht mehr Markt und Wirtschaft Ostwestfalen, sondern mittlerweile Westfalen. Wir sind in den Jahren, seitdem wir erscheinen, natürlich auch gewachsen. Das heißt, das Verbreitungsgebiet ist größer geworden. Mittlerweile sind wir eben in Westfalen präsent. Das heißt, das Münsterland ist mit im Verteiler drin, der Hochsauerlandkreis. Und jetzt sind wir ja hier auf der MIME in Dortmund. Natürlich sind auch Dortmunder Unternehmen jetzt bei uns mit im Verteiler drin, die uns regelmäßig bekommen. Ja, also wir sind ständig, haben wir unser Gebiet ausgedehnt, haben natürlich dadurch neue Leser gewonnen und natürlich auch neue Kunden dazu bekommen. Sie sagten, vor 11 Jahren ging es los, also Mitte der 90er. Können Sie sich noch so an die ersten Hürden erinnern, die Sie damals meistern mussten? Ich kann mir vorstellen, irgendwann musste man ja beim Unternehmen mal vorsprechen und sagen, wir haben da eine Idee, könnt ihr euch vorstellen, in unserem Magazin aufzutreten? Dann haben doch bestimmt einige gesagt, naja, wird eine Werbezeitung. Also was waren das so für erste Kontakte, die Sie damals erstmal hatten und meistern mussten? Also es war schon schwer damals, ganz klar, zumal wir ja nicht die einzigen sind, die ein Magazin herausgeben. Es gibt ja Mitbewerber auch in Westfalen oder eben damals auch in Ostwestfalen. Aber ich hatte durch meine frühere Tätigkeit natürlich auch Kontakte zu Unternehmen. Man kannte mich zum Teil auch und wir haben es eigentlich geschafft. Und ich denke, das ist immer auch noch so unser Erfolgsrezept, dass wir den Kontakt zu den Unternehmen halten, immer wieder neuen auch herstellen zu den Unternehmen und dass wir eben auch, ich denke, das ist auch so ein positives Kriterium, dass wir zu den Unternehmen gehen, über die Unternehmen berichten, im Gespräch ja, Artikel erarbeiten und ich denke, das ist auch so mit das Erfolgsrezept und darum sind wir auch noch da. Also wie gesagt, so die ersten 2, 3 Jahre, man musste sich beweisen, man musste zeigen, dass man es kann. Aber ich denke, das ist aufgegangen. Das haben Sie uns natürlich neugierig gemacht. Wie sah denn das Leben der Christiane Peters vor dem Engagement beim Markt Wirtschaft Westfalen aus? Also ich war da auch Journalistin, journalistisch tätig, aber leider, oder was heißt leider, in einem Angestelltenverhältnis. Also ich war da nicht selbstständig, jetzt bin ich ja in selbstständiger Funktion. Und es war zwar auch anstrengend, man musste eine Menge tun, aber als Selbstständige ist man eigentlich noch mehr gefordert. Das heißt, es gibt keinen 8-Stunden-Tag, es gibt auch nicht jedes Mal ein Wochenende, sondern wenn die Arbeit da ist, wenn die Ausgabe bearbeitet werden muss, ja, dann muss auch das Wochenende herhalten und Termine sind dann einfach einzuhalten. Ständig und selbsttätig. Ich halte einfach mal das Magazin, die letzte Ausgabe, in die Kamera. Sie sind ja auch schon seit vielen Jahren Medienpartner der MIME und auch da haben Sie sich natürlich überlegt, ob das sinnvoll ist. Die Frage ist klar, ja, aber warum? Ja, also die MIME begleiten wir eigentlich schon von Anfang an. Das heißt, also wir sind in Paderborn mitgestartet, haben die MIME immer auch als Aussteller mitbesucht, haben die MIME im Vorfeld redaktionell begleitet, haben über Aussteller berichtet, über das Rahmenprogramm, weil wir einfach das Konzept gut finden und weil das Konzept eigentlich auch sehr gut zu uns passt. Also die MIME spricht ja kleine und mittelständische Unternehmen an, bietet denen ein Forum und das machen wir eigentlich auch. Unsere Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen, wir stellen die bei uns in den Mittelpunkt und ich denke, da gibt es schon so einige Synergien und auch Berührungspunkte zwischen Markt und Wirtschaft und eben auch den Veranstaltern der MIME. Und was eben auch ganz gut passt, die Vorträge, das sind ja so Themen aus dem Bereich Recht, Finanzen, Marketing und das spiegelt unsere Ausgabe eigentlich auch wieder. Wir haben auch diese Themen, um dem Leser einfach auch so ja, Nutzen mit an die Hand zu geben, dass sie selber, wenn sie was lesen, ja, neue Ideen bekommen, was sie tun können, dass sie eben auch vorankommen, wenn sie uns lesen bzw. auch zu MIME gehen.
Wenn man dieses Heft durchblättert, dann wirkt das sehr hochwertig. Sie haben schon gesagt, Wirtschaftsunternehmen sind Ihre Partner. Was zeichnet denn die Zeitschrift genau aus gegenüber regionalen anderen Publikationen? Also ich denke schon, wir sind auch mit unseren Lesern im Gespräch. Wir bekommen Rückmeldung, wir führen Leseranalysen durch und da hören wir eigentlich immer wieder, dass die recherchierten redaktionellen Beiträge gut ankommen, dass es jetzt nicht einfach nur ein Abdruck von irgendwelchen Informationen sind, sondern eben Beiträge, die entstehen im Gespräch mit den Unternehmen, die individuell angefertigt werden. Gut ankommt auch das Layout, die klare Strukturierung des Heftes. Wir haben ja feststehende Rubriken, man kann sich eigentlich auch sehr gut daran orientieren. Wir haben auch immer feststehende Themen, dass zum Beispiel im vorderen Bereich immer ein Interview oder ein Porträt eines Unternehmers oder ein Interview mit einer Person hier aus der Region ist, aus dem Bereich Forschung zum Beispiel, Wissenschaft, Universitäten. Also es sind immer auch innovative Themen, die wir aufgreifen. Das kommt bei den Lesern sehr gut an. Ihr Motto dieser Zeitung ist ja Faszination Wirtschaft. Das haben Sie sich ja nicht nur ausgedacht, weil es gut klingt. Da steckt hier was hinter. Ja. Also es ist total spannend und faszinierend und das eben auch nach 11 Jahren immer noch. Es ist spannend, in die Unternehmen zu gehen, mit denen zu sprechen, über die Unternehmen und natürlich auch über die Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, für den Erfolg auch stehen, über diese Unternehmen zu berichten, auch zu schauen, wie verändern sich Unternehmen, wie verändern sich Märkte und wie reagieren die Unternehmen darauf. Und das ist ja immer wieder auch eine tolle Herausforderung und es macht einfach Spaß, das zu begleiten jetzt als regionales Magazin. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Man kann das ja nicht verallgemeinern, aber wie sind die Unternehmen aufgestellt? Also würde ich sagen, die haben alle eine gute Unternehmenskommunikation oder gerade die kleineren brauchen Hilfe und vor allen Dingen jetzt in der schweren Zeit der Krise, wo können da Unternehmen sich Hilfe suchen oder wo sehen sie Bedarf? Also es gibt natürlich auch bei uns hier in der Region Unternehmen, die sehr gute Pressearbeit machen, die eine eigene Abteilung haben oder das eben auch outgesourced haben und das sind wirklich dann ganz gute Unterlagen, die dann für die Presse bereitgestellt werden. Aber es gibt immer auch noch sehr viele Unternehmen, die das selber machen und das merkt man natürlich auch und das sind dann manchmal Beiträge, die kann man einfach so auch nicht nehmen und die sind manchmal viel zu detailliert, es ist wenig strukturiert und dann versuchen wir natürlich anhand dieser Presseinformation mit einem erneuten Gespräch da auch was Gutes draus zu machen, dass man das dann eben auch für die Allgemeinheit veröffentlichen kann. Weil Sinn und Zweck ist es ja, nicht nur einfach einen Text zu veröffentlichen, sondern er soll ja auch gelesen werden und der Leser soll da ja auch was von haben und motiviert werden, vielleicht dann auch bei dem Unternehmen anzurufen, um das Produkt oder diese Dienstleistung einfach zu testen oder in Anspruch zu nehmen. Ich fasse das mal zusammen. Den Hut, den man sich mit dem Artikel aufsetzen möchte mit als Unternehmen, der sollte passen. Und damit er passt, da sind Sie auch gerne Stütze. Christiane Peters, vielen Dank vom PBL Media Verlag, Chefredakteurin der Markt und Wirtschaft Westfalen, zu Gast heute in meinem TV bei der Premiere hier in Dortmund. Die Premiere ist gelungen, muss ich mal ganz kurz fragen. Was glauben Sie? Ich denke schon. Also in Paderborn ist die MIME etabliert. Hier ist es das erste Mal und ich denke, auch in Dortmund hat die MIME eine Zukunft. Und das im Jahr 2009. Vielen Dank, Christiane Peters.